Manche Kritiker des Christentums gehen so weit und sagen tatsächlich, dass Maria als Kind gezwungen wurde, mit Jesus schwanger zu sein und dass Gott somit ein kleines Mädchen geschwängert hätte und Maria keine Chance hatte, frei zu wählen, sodass Gott ein Kind zum Sex gezwungen hätte. Doch diese Aussage ist vollkommener Irrsinn und Schwachsinn und an Blasphemie und Verleumdung nicht zu übertreffen. Erstens einmal war Maria Jungfrau. Maria war selbst überrascht über ihre plötzliche Schwangerschaft. Das bedeutet, im Gegensatz zu irgendwelchen antiken Gottheiten, ging es hier nicht so zu, dass Gott sich zu Maria ins Bett legte und mit ihr Geschlechtsverkehr hatte. Der Geist, so heißt es, der Geist Gottes kam über Maria und so konnte ein Kind in ihrem Leib erwachsen. Das ist etwas komplett anderes als eine biologische Schwangerschaft und für Gott ist so etwas durchaus möglich, da Gott diese Naturgesetze hervorgebracht hat und somit nicht an sie gebunden ist und auch frei in sie eingreifen kann. Nun ist es so, dass Amram Trooper in Children and Childhood in Light of the Demographics of the Jewish Family in Late Antiquity in seinem Werk auf Seite 330 bis 331 uns einen Hinweis gibt, und zwar, dass man basierend auf rabbinischen Quellen und antiken Dokumenten sagen kann, dass das Alter der ersten Heirat, der Heirat in Palästina und in der westlichen Diaspora, die späten Zehnerjahre, also 18, 19 und die frühen 20er gewesen sind, ja, und rund 30 für Männer. Das ist etwas komplett anderes, zum Beispiel bei, als Mohammed, der mit 6 Jahren mit Aisha zusammen, der als Aisha 6 Jahre alt war, mit ihr zusammenkam, oder als diese 9 Jahre war, sie heiratete, die Ehe vollzog, also auch Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Mohammed, wir erinnern uns, war da 50. Das ist also etwas komplett anderes und wir haben tatsächlich Quellen, dass es genauso gelaufen ist. Ja. Michael Setlow schreibt in Jewish Marriage in Antiquity auf Seite 108, dass Quellen ganz klar das, was ich gerade eben gesagt habe, auch tatsächlich bestätigen und dass das eben etwas komplett anderes ist als eine Kindheitsschwangerschaft. Ja. Übrigens ist es tatsächlich so, was man tatsächlich sagen kann, dass natürlich irgendwelche idealisierten Quellen, die von Rabbinern, die beschreiben, dass jemand geheiratet hat mit 12, dass das dann das ideale Alter war, doch das ist einfach nur ideell und hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Das schreibt Michael L. Setlow in Jewish Marriage in Antiquity auf Seite 109. Das bedeutet, dass dieses ideelle Alter tatsächlich genutzt wurde, um eine idealisierte Darstellung, um etwas symbolisch auszudrücken, dass sie jetzt in ihrem besten Alter war, weil das Jahr 12 das ideale Alter damals als das ideale Alter als magische Zahl angesehen wurde und deswegen hat man das oftmals so idealisiert, aber das bezieht sich eben nicht auf das wirkliche biologische Alter. Wenn wir argumentieren, Maria sei zum Sex gezwungen worden, haben wir also schon mal 2 Probleme. Erstens war Maria kein Kind mehr und zweitens waren ihre Geschlechtsorgane schon ausgereift. Drittens sagt uns die Bibel nicht, dass Geschlechtsverkehr stattfand. Maria war Jungfrau. Das ist ja gerade das Wunder der Jungfrauengeburt. Ohne Geschlechtsverkehr schwanger zu werden, das bedeutet, Gott hat sie nicht vergewaltigt, wenn das ist, was die Kritiker ernsthaft sagen wollen. Hinzu kommt, dass wir in Lukas 2,38 lesen, dass Maria frei dem Plan Gottes zustimmte und nicht unter dem Plan Gottes litt. Wie denn auch? Was man von Gott empfängt, kann tatsächlich nicht das sein, was man tatsächlich erleidet. Ja? Freier Wille ist insofern gegeben, als Maria durchaus erkennt, dass sie nun Teil des Planes Gottes ist. Das kann sie aber nur erkennen, nicht wenn sie in einem Zwangsgefängnis gefangen ist, sondern dass sie tatsächlich das frei für sich
ich annehmen kann, zeigt eine Freiheit und impliziert auch eine Freiheit. Das bedeutet, Maria wurde nicht dazu gezwungen, etwas zu tun, das ihr unangenehm war. Denn etwas, das Gott tut und wenn Gott eingreift und jemanden zum Werkzeug seines Planes macht, hat man nichts zu verlieren, nur zu gewinnen. Die größte Freiheit, die man überhaupt gewinnen kann, ist, ein Teil von Gottes Plan zu sein. Denn Gottes Plan ist es, gerade die Menschheit zu befreien, nämlich von dem Gefängnis der Sünden, die Menschen dazu zwingen, immer wieder Schlechtes zu tun. Das bedeutet, Maria entstand kein Nachteil dadurch, dass sie zum Plan Gottes dazugehörte. Im Gegenteil, bis heute wird ihr zahlreiche Ehre und Ruhm dafür zuteil, aber das ist nicht primär das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass Maria als wichtiges Instrument für die Inkarnation Gottes zur Verfügung stand und dafür wurde sie auch gen Himmel aufgenommen, weil sie als gläubige Frau sich immer Gott unterordnete. Dennoch aber die Freiheit in Lukas 2,38 hat zu sagen, dass sie freiwillig dazu bereit ist, weiterhin in Gottes Plan zu dienen. Das bedeutet, wenn Skeptiker darauf hinaus wollen, dass Maria von Gott vergewaltigt und zum Sex gezwungen wurde und das auch noch, als sie ein Kind war, dann begehen sie hier eine dreiste Verleumdung der christlichen Theologie. Mit Wahrheit hat dieser Einwand auf jeden Fall nichts mehr zu tun, geschweige denn mit ehrlicher Diskussion.